Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Graveyard Keeper. Wir haben Muffins. Wie geil ist das denn? Muffins. Okay, das Beste am ganzen Spiel. Sehen zwar ziemlich einfach aus. Ich hätte gerne irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen mit Schokolade, Karamell oder Blaubeeren. Das wäre noch geil. Oder Cranberry Muffin. Aber ich bin auch schon mit so einem normalen Muffin vollkommen zufrieden. Ja, erstmal müssen wir jetzt unsere Predigt halten. Ich habe es nicht vergessen. Ich nehme auch gerade die Folgen nacheinander auf. Deswegen weiß ich das auch noch. Er ist auch wieder dabei. Sehr schön. Ich hoffe, der hört meine Predigt auch an. So. Dann würde ich sagen... Oh, ich habe die schon wieder vergessen. Verdammt. Jedes Mal. Ich sag ja, hier fehlt eine Kiste in der Kirche. Das ist echt doof gemacht. Ich hätte wirklich gerne eine Kiste drin. So. Dann gib mal meine Predigt her. Ich habe ja leider nur die, obwohl wir andere geskillt haben. Ich könnte gleich mal andere Sachen mitnehmen. Vielleicht können wir danach direkt mal... was erforschen, wenn wir dann genug Punkte haben. Müssen wir mal gucken. Die Organe und so bringen ja mal ganz gut. So, Predigt auswählen und los. So Leute, kommt her. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Kennen wir ja schon. Unsere Kirche ist einfach klasse. Ja, ich hätte echt gerne mal eine andere Predigt. Und jetzt lasst uns um den Segen beten. So, jetzt gebt mir euer Geld und haut ab. Ich habe zu tun. Ich habe keine Zeit. Subi. Eure Spenden sind immer willkommen. Ja, das ist das Wichtigste nämlich. Her mit eurem Geld. Dankeschön. Danke, danke. Ach, ja. Her damit. Wunderbar. So, wir gucken erstmal, was wir verdient haben. Bevor uns das irgendjemand klaut. 51. Na gut. Immerhin ein bisschen Geld. So. Dann gucke ich mal im Keller, was wir möglicherweise erforschen können. Ich weiß halt überhaupt nicht, was wir schon erforscht haben. Das ist immer so das Blöde. So, machen wir mal Herz. Nee, haben wir anscheinend schon. Sonst würde es wahrscheinlich gehen. Geht auch nicht. Blut? Geht. Gut, dann machen wir Blut. Gut, erfolgreich studiert. Oh, yay. Ganz viele Punkte. Ja, jetzt... komm, geht das jetzt mal mit dem... Nee, da brauche ich immer noch das... Habe ich das hier? Nicht genug Punkte mehr. Das würde gehen. Machen wir mal das hier. Einfach mal alles erforschen, was wir überhaupt so haben. Kann zerfallen in nichts. Das Blut konnte auch anscheinend in nichts zerfallen, so wie ich das mitbekommen habe. So, dann können wir gerade nichts machen. Okay, weiter geht's. Wir haben ja viel vor. Ich will noch tatsächlich links da immer noch weiter erweitern. Bevor ich das vergesse, kann ich mit dir noch irgendwas besprechen? Nee. Hier brauchen wir, die Kirche sieht gut aus, 20. Erreiche 20, ach in der Kirche. Ja, natürlich nicht auf dem Friedhof und hier brauchen wir 30, okay. Na gut, Handeln, gibt es irgendwas? Erdkerzen tatsächlich und Hostien. Er hat auch diese ganzen Gebete, aber die kann ich mir nicht leisten. Oder? Warum ist das ausgegraut? Ich weiß, ich kann es nicht mal anklicken. Ich suche gerade. Gefertigt an Tisch. Ich kann nirgendwo sehen, was das Ding kostet. Hier auch nicht. Das sehe ich auch erst, wenn ich es anklicke. Ah. Ja, keine Ahnung, warum ich die nicht anklicken kann. Auch das normale Brot kann ich nicht anklicken. Das ist ja eigenartig. Mag er mich nicht genug dafür? Ich bin mir nicht sicher, woran es liegt. Erstmal packe ich Sachen wieder weg. Bevor ich hier wieder mit einem vollen Ding rumlaufe. Den Schlüssel packe ich auch mal weg. Dafür habe ich so auch keine Verwendung. Bestattungsurkunden nehme ich mal mit. Sonst vergesse ich das, wenn wir mal in die Stadt laufen, dann denke ich da nicht dran. Okay. Hier habe ich Äpfel, wenn ich auf dem Friedhof arbeite. Das ist auch völlig okay. Dann holen wir jetzt mal die Materialien. Da ist schon wieder Nacht. Weißt du, kaum die Predigt gehalten, schon kommt wieder Nacht. Das ist... also die Tageszeiten vergehen echt sauschnell hier. Vor allem ist morgen Frauentag. Da wollte ich ja gerne mal mit dem Mädel versuchen, nochmal zu reden. Ach, hier brauche ich schon wieder Brennstoff. Naja. Damit versagt mir sogar die Stimme. Na komm. Erstmal mache ich das, was ich für drüben... nee. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich für drüben brauchte. Muss mal kurz überlegen. Moment, ich gucke mal kurz in die Kiste. Was war denn das? Ich nehme einfach mal alles mit, was ich an Baumaterialien so habe. Ich glaube, die Dinger hier waren es auch noch.
dass ich mir das aber auch nie einfach aufschreibe. Ich könnte es mir auch einfach aufschreiben. Das wäre deutlich einfacher, als immer hin und her zu rennen. Oder es wäre schön, wenn man sich hier Notizen machen könnte im Spiel. Das wäre auch gut. Das wäre sehr schön. Komm, ich mache mir nochmal einen Balken. Ich fertige einfach am besten nochmal ein paar Sachen an, wo ich denke, das könnte man vielleicht gebrauchen für da drüben. Auf jeden Fall auch nochmal Holzplanken. Dann gucke ich mal gleich, wie viel ich so habe. Ich meine, die Sachen braucht man ja auch immer wieder. Das ist ja nichts, was irgendwie verschwendet wäre, wenn wir das machen. Hier auch gleich nochmal Holzkeile hinterher. Weil die brauchten wir, wir glaube auch. Bin mir nicht mehr sicher. So, Brennholz machen wir auch noch. Das waren gerade das andere. Ah, okay. Na, wir müssen gleich schlafen gehen. Ausdauer reicht noch gerade so. So, jetzt können wir hier wieder Brennholz nachfüllen und Eisen machen. So, sehr schön. Eisen brauchen wir auf jeden Fall. Dann gehe ich meine Runde schlafen und dann würde ich wirklich sagen, gehen wir erstmal nochmal zurück zur Raststätte und gucken mal, ob dann My Lady Anmut, hieß sie so, ob die jetzt mit uns reden würde. Gucken wir mal. So, da sind wir frisch und munter. Achso, halt. Das machen wir direkt von hier. Alles andere wäre Umweg. Dich wollte ich auch nochmal fragen, was wir hier nochmal brauchten. Bedrohe ihn? Nee, das wollte ich nicht. Ah, da brauchen wir diese... die gelben Dinger von dem Gebet. Und wir können ihm den Schlüssel geben. Gib ihm den Schlüssel, aber erst mit 10 Dingern. Also wahrscheinlich erst das hier. Okay, das merke ich mir. Dann nehmen wir da nächstes Mal 5 so eine Dinger mit. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben. Vielleicht müssen wir nochmal eine Predigt halten. Das finden wir raus. Sehr schön. Das ist ja super. So. Ist der Weg kürzer geworden? Also die haben das ja generell, glaube ich, verändert, weil da jetzt auch 2 Abzweigungen sind. Aber ist der Weg an sich auch irgendwie kürzer? Mir ist so, als wären wir da früher länger lang gelaufen. So. Hi. Hat die gerade Asshole gesagt? Ach, die braucht auch so eine Dinge. Ach Mensch, die wollen alle diese Predigtdinger. Also Glauben, oder? Hieß das Glauben? Ich weiß es gar nicht. Aber wir können es ihr immerhin überhaupt anbieten. Das ist ja schon mal was. Okay. Ja, für den habe ich immer noch keine Tinte. Für den hier. Verkauft ihr mir vielleicht? Woher bekommst du Papier und Tinte? Ach, ich hätte das Papier sogar ihm schon geben können. Ach, wie doof. Jetzt habe ich es nicht dabei. Na gut, das merken wir uns, dass wir ihm das Papier schon in die Hand drücken dürfen. Und ja, Tinte werde ich wahrscheinlich bei dem Händler hier fast... vermute ich, dass es bei dem Händler ist. Der wird das nicht haben. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der einfache Händler hier Tinte hat. Das wird garantiert der gute Händler sein. Wann kommt der immer? Oh Gott, muss ich jetzt nochmal nachgucken. Unser Meister Kaufmann kommt an dem Tag, der irgendwie keinen Namen hat. An dem Sicheltag, so. Irgendwie sieht das auch... Ja, wenn er sicher sieht es auch nicht wirklich aus. Weiß ich auch nicht, wie ich das nennen soll. Und du warst jetzt auch an dem Frauentag hier, oder ist das zeit- oder datumsabhängig? Bin ich mir nicht sicher. Wir versuchen uns mal zu merken, dass er auf jeden Fall am Frauentag da war. So. Oh, da liegt schon eins meiner Eisen. Sehr schön. Und dann ganz ehrlich, dann kreie ich mir... Nee, das Papier haben wir reingelegt. Ich habe es mir gemerkt. Papier hier drin, ja. Das nehme ich doch wieder mit. So. Und jetzt, ja, würde ich einfach sagen, wie viel haben wir jetzt von allem? Hier würde ich sogar vielleicht auf 10 gehen. So. Ich würde einfach vielleicht wirklich mal von allem so 10 mitnehmen. Dann noch ein paar von den normalen Balken hier. Da kriegen wir auch ziemlich viele raus, das ist ja das Gute daran. Ja. Davon nochmal 20, 14, 13, 26 Nägel, davon 12, die komplettesten Eisenstücke. Könnte ja auch sein, dass wir die brauchen, das weiß ich nicht. Kann ich davon auch noch welche herstellen? Das hat, oh, das kostet uns sogar die Dinger, okay. Komm, ich stelle einfach mal einige davon her. Brauchen können wir sie auf jeden Fall irgendwann mal. Ui, da ging die Ausdauer aber runter.
Das müssen wir halt noch mal kleine machen. So, was habe ich jetzt? 12 und 7. Na komm, nehmen wir das jetzt mal so mit einfach. Das Eisenstück lege ich hier nochmal rein. Das brauche ich ja nicht, das wäre Quatsch. Okay, gucken wir mal, ob es das zufällig war. Wenn nicht, dann versuche ich mir zu merken, was es war und wir kommen nochmal wieder und holen das. Wäre es ja gar nicht mal so schlecht, die ganzen Gebiete zu erschließen, zu schauen, was wir da noch kriegen. Das Gute ist auch, wenn wir drüben sind, können wir vielleicht sogar noch ein bisschen Eisen holen. Müssen halt ein bisschen was essen, ist aber nicht so schlimm. Oh, gut, dass wir viel Holz geerntet haben in der letzten Folge. Hätte ich da oben lang gehen müssen? Ich glaube, ist egal. Ich komme auf beiden Seiten nochmal hoch. Ja, hier komme ich auch nochmal hoch. Und da ist es auch schon. So. Ah, sehr gut. Genau, was wir brauchen dabei. Sehr gut. Das waren jetzt, glaube ich, doch die einfachen und nicht die komplexen Eisenstücke. Ich nehme mal einen Muffin. Der Muffin hat gut geheilt. Na, komm. Wo muss ich nochmal ein Brot essen? Ja, ist das frei. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Müll. Das ist ja super. Machen wir mal weg den Müll. Oh, nee, das war Blumen. Die wollte ich nicht. Naja, egal. Komm, noch ein Brot. So, haben wir mal den Müll beseitigt. Sieht ja nicht so schön aus. Haben wir das jetzt auf der Karte auch schon aufgedeckt? Oh, weit beim Fluss. Einen Wald haben wir aufgedeckt. Okay. Das Spiel scheint echt groß zu sein. Sehr cool. Ein ganzer Wald. Das heißt, wir können hier so froh und munter, wie wir wollen, Bäume fällen. Sehr gut. Ich hatte schon ein bisschen Angst, wo wir demnächst unsere Bäume herkriegen. Oh, was war denn hier? Ein Dixie-Klo? Kann ich nichts machen? Steht da irgendwas auf der Karte? Ein Steinbruch war hier mal. Ah, hier. Okay, das... Was mache ich hier gerade? Repariere ich das? Oder... Ich esse mal ein paar Brote. Komm. Wir gucken mal, was wir hier machen. Ah, wir haben es repariert. Wir können... Ein Eisenerzlager, ein Steinvorrat und Steinschneider. Hier, also ich sehe es gerade da oben. Hier haben wir einen riesigen Steinbruch. Ach, wie cool. Also kriegen wir hier Bäume und Steine. Ach, wie schön. Hier kann ich sogar schlafen. Ach, cool. Da können wir hier bleiben, uns mega viele Ressourcen holen und dann wieder rübergehen. Das ist ja perfekt. Guck mal, ist sogar gerade Nacht. Jetzt können wir tatsächlich mal schlafen. Das ist ja richtig cool, dass wir echt nochmal so eine Möglichkeit haben, woanders zu übernachten. Wo wir auch noch die ganzen Ressourcen bekommen, vor allem. Sehr praktisch. Na, ganz ehrlich, da baue ich hier direkt mal so eine Kiste am besten. Ich würde die hier so hinbauen. Auch wegen den Bäumen halt. So, das reicht mir erstmal. Ein Lager würde ich jetzt noch nicht machen. So, es ist noch mitten in der Nacht sogar. Sehr schön. Haben wir jetzt echt hier unseren eigenen kleinen Steinbruch. Toll. Hier sogar nochmal einen Brunnen. Wasser brauchten wir ja auch nochmal. Sehr gut. Und wie mache ich das jetzt hier? Ah, Marmorsteinbruch. Den muss ich bauen. Dann kriege ich hier Marmor und... Oh, da brauche ich aber einiges. Naja, zumindest am Balken. Hätten wir eigentlich schon haben können. Und hier... Steinvorräte, wie ist das gemeint? Ich gebe 5 Holzkeile und kriege 2 Steine. Okay. Also ich brauche jetzt keine Steine, aber okay. Da muss ich anscheinend trotzdem dann immer Holzkeile verwenden. Den muss ich halt erstmal... Da wird aber nicht gebaut. Hier werden einfach nur Steine rausgezimmert irgendwie. Ja, die Eisenstücke kann ich hier jetzt leider nicht fertig machen. Ich kann hier auch leider kein... Wartet mal. Ach nee, ein Säge... Naja, so ein Sägeplatz kann ich leider nicht bauen. Ich kann hier nur Lager und einen Steinschneider. Das ist ja doof. Wäre schön gewesen, wenn ich hier auch das Holz sofort hätte bearbeiten können. Und was ist das? Da kann ich nichts machen. Ist aber sogar eingezeichnet hier, die Mine. Vielleicht später. Weil irgendwann müssen wir auch mal Fledermäuse bekommen. Und das... Ja, ich würde halt erwarten, dass wir die in so einer Mine finden. Zumindest, wenn man halt viele andere Spiele gespielt hat, wo das so war. Was haben wir denn hier noch Schönes? Was baue ich hier gerade ab? Ich weiß es nicht. Kohle. Oh, Kohle haben wir noch gar nicht. Ach, wie super. Ich weiß zwar nicht, ich glaube bisher stand noch nirgendwo, dass wir Kohle brauchen. Aber ich würde ja annehmen, zum Beispiel als Brennstoff für unsere Schmiede, oder nicht?
Da müssen wir mal gucken, ob uns da Kohle was bringt. Wir nehmen mal ein bisschen Kohle mit. Kann ja nicht schaden. So, wie viel Kohle habe ich jetzt? Oh, 98 direkt. Okay, ich glaube, das reicht. Ich wollte ja nur ein bisschen mitnehmen. Was haben wir hier noch Schönes? Ist das wieder Müll oder? Nee, da kann ich gar nichts machen. Okay. Interessant alles. Sehr interessant. Bevor ich jetzt wieder zu weit wegrenne, ich gucke nochmal kurz, was ich jetzt für den Marmorsteinbruch nochmal genau brauchte. Ja, ich habe schon wieder vergessen, tatsächlich. mein Gehirn. Okay, normale Balken und Eisenstücke. Balken ein paar mehr, Eisenstücke ein bisschen weniger. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Die Kiste ist schon mal positioniert, wenn wir dann da wirklich Ressourcen einfach en masse abbauen und lagern wollen. Ah, guck mal. Was ist denn das hier? Wo bin ich jetzt hin? Bin ich jetzt hier? Ich bin mir nicht sicher. Da ist auch nochmal ein Fischplatz. Oh. Hier kriege ich Honig. Mensch, ist das riesig hier. Krass. Das hätten wir schon viel früher freischalten können, dieses... Huch! Dieses große Gebiet. Da ist eine Biene mit runtergefallen. Und ich habe keinen Platz, verdammt. Das ärgert mich jetzt. Ganz ehrlich, da schmeiße ich hier das Wasser raus. Da. Und die Blümchen zerstöre ich auch mal. Die brauche ich auch nicht. So, dann nehme ich lieber die Biene mit. Ich glaube, die brauche ich, um dann meine eigene Bienensuppe zu betreiben. Die wir ja auch schon theoretisch aufbauen können, was ich auch schon machen wollte. Ja, da kommt man wieder von einem, vom Kleinsten ins Tausendste sozusagen. Hier gibt es noch mehr Bienenzeug. Yay. Sehr schön. Wir haben sogar Bienenwachs bekommen, was wir brauchen für unsere Kerzen. Aber ich weiß nicht, ob eins reicht für eine Kerze. Das habe ich mir leider nicht gemerkt. So, wie sieht es kartentechnisch? Oh, wir haben das ganze Ding hier nochmal freigeschaltet. Wir können hier sogar runter zu den Bienen direkt, okay. Aber das dürften wir noch nicht freigeräumt haben. Wir gucken uns das trotzdem mal hier alles in Ruhe an. Ach, guck mal, hier sehen wir ja sogar, was hier hinter der Mauer auf uns wartet. Mhm. Das ist ja auch nochmal ein großes Gebiet. Hinter dem Hexenverbrennungsportal. Also hinter der Hexenverbrennung und dem Portal. Mhm. Schick, schick. Hier ist es ein bisschen leerer, aber immerhin viele Bäume, die wir uns auch schnell holen könnten, weil es direkt über uns ist. Ah, jetzt fehlt uns genau ein einfaches Eisenstück. Das gibt's doch nicht. Das ist wieder typisch. Naja, gut. Hier sieht es ganz schön eng aus. Oh, was ist das denn? Moment. Ich muss die Blockade? Wahrscheinlich meinen sie die Blockade, ja. Ja, das kriegen wir hin. Was ist denn das für ein Riesenbaum? Warte mal, kann ich den persönlich nochmal ansprechen? Redest du mit mir? Hallo? Heißt du zufällig Dekobaum? Nein. Okay. Ja, dafür wäre er auch ein bisschen klein. Na gut. Das ist kein Problem für uns, die Blockade im Süden wegzuschaffen. Das geht ruckzuck ein Eisenstück und dann hat sich das. Schön. Dann haben wir hier einmal so wirklich einen Kreis geschaffen auch. Das finde ich gut. Mhm. Noch mehr Flusssand für uns. Oh, und jetzt sind wir hier oben vom Wasserfall. Okay. Und überall Fisch stellen. Da müssen wir wahrscheinlich später auch noch gucken, wo man dann welchen Fisch fängt, nehme ich fast an. Ach, das wird alles noch so interessant. Ich freue mich so. Man müsste meinen, dass nach den ganzen Folgen schon ja irgendwann der Lack ab ist sozusagen. Also, dass man dann schon alles von den Karten gesehen hat. Ich finde das gut gemacht. Ich finde das richtig gut, dass das Gebiet anfangs so klein beschränkt ist. Und man wirklich nach und nach dann die Bereiche aufdeckt. Während man eigentlich auch andere Sachen tut. Einfach auch, weil man dann natürlich wieder die Ressourcen braucht und so. Und sich dann auch bemüht halt um neue Bereiche. Ich finde das sehr cool gemacht. Das ist gut. Dann hat man eben nicht gleich einfach die ganze Karte und kann sich schon alles angucken und denkt sich, ja gut, jetzt fange ich mal irgendwo hier an auf der ganzen Karte. Sondern muss halt wirklich Schritt für Schritt. Das mag ich. So. Ja, ich brauche einfach nochmal so ein einfaches Eisenstück und dann war es das auch schon. Dankeschön. Und wieder zurück. Das machen wir jetzt von da oben auf jeden Fall. Also von hier, von der Seite. Erstmal hier lang. Das können wir ja von der Seite genauso machen. Da muss ich nicht den ganzen Weg wieder einmal rumlaufen. Das wäre totaler Quatsch. Sehr cool. So. Na komm, mach frei. Dann können wir nochmal gleich bei dem Baum gucken, ob damit schon irgendwas passiert ist beim Baum.
So, tschüss. Oh, Fledermäuse. Na, wen haben wir denn da? Oh, viele Fledermäuse. Ach du Scheiße. Das sind aber Tempo-Fledermäuse hier. Oh, ich darf nicht so oft schlagen. Oh, oh. Ja, okay, dann gehen wir jetzt erstmal nicht zu dem Baum. Das machen wir dann andermal. Ich habe leider keine Energie dafür. Nochmal zwei einfache Eisenstücke und wir kriegen auch die Bienen gemacht, okay? Dann sollte ich mir die vielleicht schon mal direkt in den Rucksack packen, damit wir das in der nächsten Folge dann machen können. Wir müssen halt jetzt echt erstmal schlafen gehen, leider. Wegen den ganzen Fledermäusen. Ach, wie cool. Jetzt haben wir also auch endlich Fledermäuse gefunden. In dem Wald da oben. Okay. Sehr, sehr, sehr cool. Oh, ich bin erledigt. Nein, Jufine. Ja, meine Katze möchte gerne mitspielen. So, dann würde ich sagen, oh, ich muss auf jeden Fall Essen vorbereiten schon mal. Und ganz ehrlich, ich mache noch ein paar Muffins, die bringen echt viel. Oh, nur zwei. Na gut, dafür kriegt man nicht so viele raus. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.